Zeitton. In der heutigen Zeitton-Sendung wollen wir uns ein weiteres Mal unserer sogenannten Spurensuche widmen. Diese Reihe reflektiert bekanntlich ein Stück österreichische Musikgeschichte, klärt und relativiert Standpunkte, zeigt Entwicklungslinien auf. Diesmal geht es um Ayako Kubo und Nancy van de Veit. Beide haben Österreich als Ausbildungs- bzw. Wirkungsstätte auserkoren, konnten oder wollten sich also der Anziehungskraft unseres Landes im Bereich der neuen Musik nicht entziehen. Hannes Heer begrüßt Sie sehr herzlich zur Sendung. Mayako Kubo wurde 1947 in Japan geboren, sie ist nach eigener Aussage als Komponistin jedoch dem europäischen Erbe und der musikalischen Moderne eng verbunden. Nach einer Ausbildung zur Konzertpianistin in ihrer Heimat kam sie im Jahr 1972 nach Wien, um Komposition bei Roman Haubenstock-Ramati, Erich Urbaner und Friedrich Zerha zu studieren, dazu Musikgeschichte und Philosophie. Danach setzte sie ihre Studien bei Helmut Lachenmann in Hannover und Stuttgart fort. Derzeit lebt und arbeitet sie in Berlin. Kubos Kompositionsstil verdankt viel ihrer klassischen Klavierausbildung, den Studien am Institut für elektroakustische und experimentelle Musik in Wien sowie der Auseinandersetzung mit szenischen Künsten wie Tanz, Theater und Performance. Ab den 1990er Jahren wendet sie sich verstärkt dem Musiktheater zu und entwickelt dafür eine ganz spezifische, freie und expressive Tonsprache. Terzen und Straßenbahngeräusche, beides ist immer da, lässt sie uns augenzwinkernd dazu wissen. Hören wir zu Beginn eine relativ aktuelle Komposition von Frau Kubo. Epitaph für RHR, für Violine, Viola, Violoncello und Akkordeon, entstanden im Jahr 2014 und im selben Jahr im Wiener Arnold Schönberg Center in einer Veranstaltung zum 20. Todestag von Roman Haubenstock-Ramati uraufgeführt, womit bereits das Kürzel im Titel erklärt wäre. Es spielen unter der kundigen Leitung von René Starr Mitglieder des Ensembles Wiener Collage, Johannes Fleischmann, Violine, Raphael Zalech, Viola, Roland Schuela, Violoncello und Alfred Melicher, Akkordeon.
Das war die berührende Erinnerungskomposition Epitaph für RHR, die Mayako Kubo ihrem verehrten Lehrer Roman Haubenstock-Ramati zugeeignet hat, interpretiert vom Ensemble Wiener Collage unter seinem ständigen Dirigenten René Starr. 1996 vollendete die Komponistin Yasuko II aus dem Schwarzen Regen für Kammerorchester und erklärt den Titel mit folgenden Worten: Yasuko, ein junges Mädchen, träumt davon, bald einen netten Mann zu bekommen und eine schöne Hochzeit zu feiern. Der schwarze Regen wiederum ist jener Regen, den es nach dem Atombombenabwurf als Reaktion der Atmosphäre in Hiroshima geregnet hat. Damit sind die beiden Pole, um die das Werk kreist, benannt. Wir erfahren darüber hinaus, dass ihm in musikalischer Hinsicht ein japanischer Militärmarsch zugrunde liegt, der während des Zweiten Weltkriegs von allen Japanerinnen und Japanern gesungen werden musste, von den Kindergartenkindern bis zu den Kamikaze-Fliegern. Der Text dazu stammt aus einem uralten Liebeslied, er wurde aber vom Komponisten des Marsches so verändert, dass die Liebe, die im ursprünglichen Lied eine zwischen Mann und Frau war, nun dem Kaiser gelten solle, nur für den es zu sterben lohne. Das Werk handelt von Machtlosigkeit und der Macht der Musik, meint dazu Frau Kubo, und sie stellt die eigentlich nicht beantwortbare Frage: Kann ich durch meine kleine Komposition den Komponisten des Militärmarsches zur Rechenschaft ziehen?
Thank you.
Yasuko II aus dem Schwarzen Regen für Kammerorchester von Mayako Kubo,
Es spielte, beziehungsweise man könnte schon fast sagen, marschierte das Klangforum Wien zusammen mit seinem damaligen Dirigenten Johannes Kalitzke. Die Komponistin Mayako Kubo ist auch mit wesentlichen Werken für das Musik- und Tanztheater hervorgetreten. Die Uraufführung ihrer Oper Rashomon 1996 beim Grazer Musikprotokoll markierte einen vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere. Auch ihrer zweiten Oper Osan, das Geheimnis der Liebe, war bei der Uraufführung 2005 in Tokio ein großer Erfolg beschieden. 2010 wiederum feierte Der Spinnfaden in Berlin Premiere, eine Oper für junge Musikerinnen und Musiker. Und letzten Oktober wurde John Raabe Endstation Siemensstadt ebenfalls in Berlin uraufgeführt. Zwischen solchen großen Werken entstehen aber immer wieder welche, mit denen sie gleichsam etwas Abstand davon gewinnen möchte. Eines davon ist Atem, Pause, aus 2008. Der Titel besteht wirklich aus zwei Worten für Gitarrenquartett. Mayako Kubo schreibt dazu: Nachdem ich eine Oper komponiert hatte, brauchte ich eine Atempause, um etwas Abstand zu gewinnen. Um etwas Abstand zu diesem großen Werk zu gewinnen und sozusagen etwas Sauerstoff zu tanken. So entstand die Idee, ein Stück über das Atmen und Pausieren zu schreiben. Es verwendet diese beiden Elemente sowohl wörtlich als auch musikalisch. Während die Buchstaben T, M und P gesprochen und gezischt werden, werden die Buchstaben A, E, U als Solfège-Silbe ut, also der Ton C, und S als der Ton S in der jeweiligen Tonhöhe gespielt oder gesungen. Die drei Buchstaben und vier Tonhöhen sind das Grundmaterial für diese Komposition. Sie bilden ein Geflecht von Klängen aus den Mündern und den Instrumenten. Hier der zweite Satz des Stücks. Thank you.
Das sich in Salzburg konstituierte Miscellanea Guitar Quartet mit Manos Anastasakis, Alejandro Diaz Pandres, Yorgos Pervolarakis und Kostas Tosidis spielten den zweiten Satz aus Majako Kubos Komposition Atem. Pause für vier Gitarren entstanden im Jahr 2008.